der Dhikr, die Erwähnung Allahs. Das ist auch einer der Punkte, die uns stabil auf der Religion lassen. Dass wir stabil sind, dass wir Ausdauer haben. Deswegen sagt Allah subhanahu wa ta'ala nicht umsonst im Koran, er sagt, الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ. Er sagt, diejenigen, die glauben und dessen Herzen mit der Erwähnung Allahs Ruhe finden. Die Gläubigen, Muslime. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, wahrlich, im Gedenken Allahs finden die Herzen Ruhe. Und wie wir am Anfang gesagt haben, um stabil zu sein in der Religion, muss dein Herz stabil sein. Wie bekommst du dein Herz stabil? Indem du es schützt von den Sünden und von den Fittern, den Versuchungen und vor allen Dingen, indem du es füllst. Womit? Mit dem Wissen, mit dem Iman, mit der Erwähnung Allahs, Dhikrullah. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. Er sagt, das Gleichnis von demjenigen, der seinen Herrn erwähnt, und das Gleichnis von demjenigen, der seinen Herrn nicht erwähnt, ist genau wie das Gleichnis vom Lebendigen und Toten. Aber was meint damit der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Er meint damit lebendig sein vom Herzen her. Tot sein vom Herzen her. Du siehst einen 2 Meter lang, 4 Meter breit. Ja, sportlich, fit und. Aber sein Herz, ja, ist schlimmer als eine Mülltonne. Leer vom Gedenken Allahs. Deswegen ist sein Herz tot, auch wenn sein Körper lebendig ist. Dann siehst du jemand anderen. Ja, keine Arme, keine Hände, keine Beine, ja, und liegt in seinem Bett. Vom Körper her, sagen wir, geht es ihm nicht gut. Aber sein Herz ist voll mit der Erwähnung Allahs. Voll mit dem Wissen Allahs. Voll mit dem Iman an Allah subhanahu wa ta'ala. Deswegen ist dieser Mensch ein lebendiger Mensch. Lebendig von seinem Herzen her. Deswegen sagte der Prophet, diejenigen, die Allah erwähnen, sind diejenigen, die lebendig sind. Und diejenigen, die Allah nicht erwähnen, sind diejenigen, die tot sind, auch wenn ihre Körper lebendig sind. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns zu den Denkenden machen.